Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Ausflug in das Business Model Canvas. Mein Name ist Andreas Voss, ich bin Gründungscoach und gebe verschiedene Seminare und Workshops an der Freien Universität Berlin und an der Charité zu dem Thema Geschäftsmodellentwicklung, Ideengenerierung oder auch Businessplan schreiben. Heute wollen wir uns mit diesen neuen Feldern auseinandersetzen. Das Business Model Canvas besteht aus 9 Boxen, mit denen es uns gelingt, eigentlich sämtliche Ideen, Forschungsergebnisse und Projekte, die Sie vielleicht gerade im Kopf haben, in eine Form zu bringen, nämlich ein Geschäftsmodell in Möglichkeiten. Ich befinde mich hier gerade in dem zentralen Element der Value Proposition. Das ist ein Wertangebot. Was sind Wertangebote? Es sind Produkte, es sind Dienstleistungen, ist die Kombination daraus, aber es ist eigentlich auch noch viel mehr. Nehmen wir das Beispiel Porsche. Wofür zahle ich beim Porsche 100.000 Euro oder noch mehr? Es ist sicherlich toll verarbeitetes Material, ganz tolles Blech, ganz tolle Reifen, aber dafür zahle ich keine 100.000 Euro, sondern wofür? Dafür, dass Porsche mir ein spezielles Image verspricht, dass ich das, wenn ich dieses Produkt benutze, dass sich das auf mich überträgt. Ebenso können Wertangebote sein, ein außergewöhnlich tolles Design oder die beste Qualität oder die Kombination daraus. Wichtig ist hier nur zu wissen, es geht nicht nur um die einfachen Produkte oder Dienstleistungen, sondern es geht um ein komplettes Wertangebot, was einfach darüber hinausgeht, was Produkt und Dienstleistung leisten sollen. Dieses Feld hängt ganz eng zusammen mit dem nächsten Feld, in das ich jetzt rübergehen möchte, nämlich den Kundensegmenten. Wir haben für jedes Produkt, für jedes Wertangebot ganz spezielle Zielgruppensegmente. Ein Produkt oder eine Dienstleistung, für alle gibt es also gar nicht. Wir kreieren ganz spezielle Wertangebote für ganz spezielle Zielgruppensegmente. Wir können, um bei dem Beispiel Porsche zu bleiben, das sicherlich so machen, dass wir einen Porsche 911 für ein Segment machen, den Porsche Cayenne für ein anderes Segment und so weiter. Dass Sie hier Ihre Ideen, Ihre Forschungsergebnisse und das, was Ihnen vorschwebt, woraus Sie Geschäftsmodelle machen wollen, optimal hier übereinander bringen. Wertangebote für Zielgruppen. Da macht sich 75% des unternehmerischen Erfolges aus. Kommen wir zu einem nächsten wichtigen Punkt, nämlich den Kundenbeziehungen, in denen ich mich jetzt befinde. In diesem Feld beschreiben wir, wie ich mit meinen Kunden interagieren möchte. Kundenbeziehungen reichen von komplett automatisiert, wie Sie das vielleicht kennen, von verschiedenen Internetplattformen, wo Sie einfach Dinge bestellen und im Zweifel gar keinen Kontakt haben mit den Menschen, die da arbeiten, sondern das ist ein automatisierter Prozess. Bis hin zu ganz persönlichem Kontakt. Wie Sie das, wenn Sie es nicht jetzt schon kennen, aber spätestens, wenn Sie Ihre Ideen erfolgreich in die Tat umgesetzt haben werden, kennenlernen werden, eine Privatbank. Ein üppiges Konto bei einer Privatbank führt dazu, dass man Sie kennt. Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner, der kümmert sich um Sie, der erzählt Ihnen, was für Sie die besten Produkte sind. Ganz persönlicher Kontakt, ganz eng dran, bis hin zu automatisiert. Da schauen Sie einfach in Ihrer Branche, wie machen es denn die anderen? Wenn wir über Kundenbeziehungen sprechen, ist nämlich das eine wichtig. Kundenbeziehungen, je enger und persönlicher sie sind, umso mehr Geld kosten sie. Aber manchmal sind sie auch notwendig. Wenn Sie zum Beispiel Business-to-Business-Modelle machen oder hoch erklärungsbedürftige Produkte anbieten, dann erwartet der Kunde einen persönlichen Ansprechpartner. Und da schauen Sie, wie machen es die anderen und können Ihr Wertangebot nochmal positiv aufladen, indem Sie vielleicht einen anderen Weg gehen als Ihre Konkurrenten oder vielleicht auch denselben. Treffen Sie einfach bewusste Entscheidungen auf Basis einer Analyse Ihrer Konkurrenz und wie Sie gerne Ihre Produkte, Ihre Dienstleistungen anbieten möchten. Kommen wir zu dem Punkt Anbieten. Die Kanäle, Absatzkanäle, Marketing, all diese Dinge besprechen wir in diesem Feld. Es geht darum, meine Wertangebote für diese speziellen Zielgruppen dann auch zu verkaufen. Über welche Kanäle verkaufe ich sie? Habe ich vielleicht einen eigenen Shop? Habe ich einen Internetshop? Habe ich vielleicht beides? Oder mache ich es vielleicht anders? Vielleicht kennen Sie noch Tupperware. Bei Tupperware konnten Sie bis Anfang der 90er Jahre diese tollen Frischhalteboxen ausschließlich von Ihrer besten Freundin kaufen.
auch wieder hier Ihre Entscheidung. Schauen Sie in die Branche, wie läuft es da, wie machen es die anderen und positionieren Sie sich anders. Oder eben genauso, wie es die anderen machen. Lernen Sie von dem, was die anderen schon gemacht haben und lassen Sie es einfließen und laden Sie Ihr Wertangebot maximal positiv auf. Gleichzeitig überlegen wir in diesem Feld auch, nicht nur wie verkaufe ich diese Dinge, sondern wo sind auch die Marketingkanäle, wo sind die Touchpoints mit meiner Zielgruppe. Das heißt, wir beschreiben ganz genau, meine Zielgruppe nimmt die Produkte oder Dienstleistungen, konsumiert die auf eine bestimmte Art und Weise. Da werden verschiedene Prozesse durchlaufen. Und wo kann ich sie ansprechen, wo kann ich auf meine Produkte und Dienstleistungen hinweisen und wie kann ich sie in den Markt bringen. Ganz eng damit verknüpft ist natürlich das letzte Feld, in das ich mich jetzt begebe. Und hier geht es darum, wie verdiene ich tatsächlich Geld? Verkaufe ich? Vielleicht vermiete ich auch, ich verleihe, vielleicht mache ich auch eine Nutzungsgebühr. Der erste Gedanke ist immer, ich habe ein Produkt, ich verkaufe es, Geld ist geflossen, Geschäft ist abgehakt. Aber vielleicht ist es auch besser oder dichter an Ihrer Zielgruppe, wenn Sie Modelle kreieren, indem Sie Ihren Kunden Möglichkeit geben, die Zahlung zu anderen Zeitpunkten zu machen. Zum Beispiel eine Nutzungsgebühr, dass nur in dem Moment, wo ich es wirklich benutze, Geld fließt. Oder Sie machen vielleicht For-Free-Angebote, wie Sie das von Google beispielsweise kennen. Bei Google ist es ja so, dass Sie für die Nutzung nichts bezahlen, aber eine andere Zielgruppe, nämlich eine Zielgruppe von Google, Werbungtreibende, Google dafür bezahlen, dort Werbung zu schalten, um an Ihre Zielgruppe ranzukommen. Auch hier sind ganz unterschiedliche Kombinationen möglich. Sie können auf dieser Seite des Canvas schon alleine mit diesen Boxen unendlich viele Varianten sich überlegen, wie Sie mit Ihren Zielgruppen interagieren wollen, wie die Produkte verkauft werden sollen und wie Sie damit Geld verdienen möchten. Nachdem wir nun diese Box abgeschlossen haben und uns Gedanken darüber gemacht haben, welches Angebot mache ich welcher Zielgruppe, welches Wertangebot, wie wird es verkauft, wie sind die Kanäle, müssen wir uns jetzt das Modell nochmal als Ganzes anschauen. Wir haben uns bis jetzt über die Angebotsseite unterhalten. Das heißt, all diese Dinge, die wir besprochen haben, die sieht unsere Zielgruppe. Auf der anderen Seite, mit der wir uns jetzt beschäftigen, geht es darum, wie werden die Wertangebote hergestellt? Welche Schritte sind erforderlich? Wer macht diese Schritte? Und wer macht sie eben auch nicht? Auf dieser Seite des Modells haben Sie die Möglichkeit, für sich zu überlegen, möchte ich, dass mein Kunde weiß, wie mein Business funktioniert? Wenn ich Sie fragen würde, wer stellt die Stoßfänger für einen Porsche 911 her, dann wissen wir alle irgendwie, es wird nicht Porsche selbst sein, es ist ein Zulieferer. Wo der sitzt, wie das funktioniert, wissen wir nicht. Sollen wir auch nicht wissen. Wenn ich Sie aber fragen würde, wo kommt die Milch von Ben & Jerry's Eiscreme her für die Sorte XY, dann könnten wir uns auf der Internetseite von Ben & Jerry's genau anschauen, wo kommt die Milch her, wo kommen die Zusatzstoffe her, wie wird das Ganze produziert, weil in diesem Geschäftsmodell Ben & Jerry's zeigen möchte, wie es funktioniert. Und genau das ist Ihre Wahl. Sie können an dieser Stelle überlegen, die Angebotsseite klar kommuniziert, sehe ich. Wir überlegen jetzt hier, wollen wir, dass unsere Zielgruppe weiß, wie die Produkte, die Dienstleistungen, die Wertangebote hergestellt werden. Dabei ist das erste wichtige Feld, was wir uns anschauen wollen, eben die Frage danach, welche Dinge möchte ich selber machen? Was sind die Schlüsselaktivitäten, die erforderlich sind, um das Wertangebot herzustellen? Was mache ich? Was macht mein Team? Was passiert in meiner Firma und was passiert da eben auch nicht? Kommen wir zu dem Exkurs in dem Feld Schlüsselaktivitäten. Was uns hier ein bisschen hilft, das zu verdeutlichen, ist die Value Chain von Porter. Sie müssen sich vorstellen, dass egal was Sie machen, Sie immer einen Ablauf mehrerer Wertschöpfungsstufen haben, die hintereinander geschaltet sind, um dieses Wertangebot zu produzieren. Nehmen wir das Beispiel Tassen. Ich möchte Tassen herstellen, dann brauche ich Rohstoffe, ich brauche eine Herstellung, ich brauche einen Großhandel, einen Handel und dann geht es zum Kunden. Der übliche Gang ist, dass Gründer zu viel auf einmal machen möchten, dass sie die Fabrik selber haben möchten, dass sie die Rohstoffe gewinnen möchten, den Großhandel bis hin zum Handel. Und dann habe ich ein Konstrukt aufgebaut, da brauche ich viele Mitarbeiter, da brauche ich viele Ressourcen und brauche am Ende des Tages vielleicht 20 Millionen, um starten zu können.
Mit der Value Chain von Porter können wir uns das anders nochmal visualisieren und feststellen, okay, was kann ich denn wirklich gut, was möchte ich, worauf will ich mich konzentrieren? Und dann picken wir uns einen Teil raus, einen Baustein, eine Stufe und sagen, ich bin Ingenieur, ich gehe in die Fertigung, ich mache eine Fabrik auf und finde mich ein in diese Wertschöpfungskette. Dann brauche ich nur noch 1 Million und eine Fabrik und kann anfangen. Oder wir tauchen noch tiefer ein. Und sie überlegen sich, okay, was kann ich ganz besonders gut, was mag ich gerne, was gefällt mir gut, und darauf fokussieren sie sich. Und dann finden sie vielleicht in den bestehenden Strukturen am Markt eine Funktion, eine Stelle, eine Dienstleistung, die sie anbieten können, die der Gesamtstruktur hilft. Und das können sie dann schon morgen mit 1 Euro umsetzen, weil sie eigentlich gar keine Ressourcen brauchen. Dieses Feld ist deswegen so wichtig, weil es hier darum geht, wie Sie Ihre Zukunft gestalten möchten, was Ihr Job ist. Wenn Sie gerne in Kundenkontakt gehen und verkaufen möchten, wunderbar, dann sollen Sie das auch tun. Das heißt aber, dass alle anderen Tätigkeiten andere Menschen machen müssen. Und das ist das, was wir in diesem Feld bearbeiten. Welche Aktivitäten machen Sie? Welche Aktivitäten macht das Team? Und was machen andere Leute in diesem Umfeld? Nachdem wir jetzt über die Schlüsselaktivitäten gesprochen haben, also die Frage, was möchte ich machen in meinem Unternehmen, was soll mein Team machen, was soll meine Firma machen im Rahmen dieser Wertschöpfungskette, setzen wir uns jetzt damit auseinander, um diese Tätigkeiten zu vollziehen. Welche Ressourcen brauche ich denn dafür? Und da kommen wir in das Feld Schlüsselressourcen. Die sind ganz eng miteinander verbunden. Ich stehe heute hier und gebe Seminare, bei Ihnen im Raum vielleicht. Dafür brauche ich meine Erfahrung, mein Know-how und ein Stück Kreide. Das heißt, das Wertangebot ist Seminar vermitteln und die Ressourcen, die ich dafür brauche, ist halt ein Stück Kreide und mein Know-how. Ich könnte das auch anders machen. Ich könnte eine School of Management gründen, ein Haus kaufen oder mieten, unheimlich toll ausstatten mit Equipment und biete dafür für den Mittelstand, für Manager aus dem Mittelstand tolle Seminare an. Dann habe ich ganz andere Ressourcen, die ich dafür brauche. Dann habe ich dieses Haus, dann habe ich Equipment etc. Gleiches Angebot, aber ganz andere Ressourcenstruktur, weil ich andere Dinge mache. Aktivitäten, Ressourcen. Das ist alles das, was ich mache, was ich brauche. Alles, was ich nicht mache, das machen eben Partner. Und das ist das Feld Schlüsselpartner bzw. Partnerschaften. Die Frage Wertschöpfungskette, was mache ich, worauf konzentriere ich mich und was machen andere? Das Beispiel Ben & Jerry's Eiscreme. Ben & Jerry's produziert Eis. Sie kümmern sich nicht um die Rohstoffgewinnung. Das machen Schlüsselpartner in diesem Feld. Genau hier würden wir sie zeigen. Sie sind dabei vollkommen frei, das so zu kreieren, wie Sie möchten. Und dabei der wichtige Hinweis, dass es eigentlich noch nie so einfach war, ein Unternehmen zu gründen wie heute, weil wir alle Dienstleistungen, die wir brauchen für ein Unternehmen, auch extern zukaufen können auf einem sehr hohen Niveau und es deswegen gar nicht sinnvoll ist, alles selbst zu machen, sondern holen Sie sich das rein. Gucken Sie sich das an, denken Sie in Varianten. Nachdem wir diese Felder jetzt besprochen haben, kommen wir zu der Kostenstruktur. Und hier kommt nämlich alles nochmal zusammen, was wir vorher auch besprochen haben. Nämlich, was ist mein Wertangebot für welche Zielgruppe? Wie kommt es dahin? Welche Vertriebskanäle habe ich? Habe ich einen Shop? Das heißt, ich habe Miete. Ich habe Personal, was da arbeiten muss. Habe ich einen persönlichen Kundenkontakt? Die Frage, welche Ressourcen brauche ich für meine Tätigkeiten? Was habe ich für Partnerschaften? All das kommt hier zusammen und ich kann hier Varianten kreieren, und feststellen, okay, ich kann mein Wertangebot auf Weise A oder Weise B herstellen mit ganz unterschiedlicher Kostenstruktur, dann halt mit anderen Partnerschaften. Und das finden wir hier raus. Jetzt sind wir im Endeffekt einmal durch das gesamte Modell durchgegangen. Wir haben alle 9 Boxen besprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie werden Wertangebote hergestellt, wer sind die Zielgruppen. Wir haben darüber gesprochen, wie funktioniert das mal der ganze Ablauf? Wo wird gekauft? Wie wird gekauft? Wie wird bezahlt? Wie möchte ich Geld einnehmen? Und wir haben darüber gesprochen, welche Aktivität möchte ich selber ausführen in meinem Team? Was soll die Firma eigentlich darstellen und können? Welche Ressourcen brauche ich dafür? Über Partner haben wir gesprochen und über Kosten. So, mit diesen 9 Boxen haben Sie jetzt quasi unendlich viele Möglichkeiten, Ihre Ideen, Ihre Forschungsergebnisse, Ihre Projekte in unterschiedlichste Form zu gießen und einfach mal auszuprobieren. Versuchen Sie mit diesen 9 Boxen kreativ zu werden, denken Sie in die Breite, überlegen Sie sich ganz unterschiedliche Varianten
und werden Sie kreativ und aktiv. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Wir haben einen weiteren Film vorbereitet, wo ich das einmal demonstriere, was alles möglich ist, wie unterschiedlich wir aus einer Idee verschiedene Dinge rausarbeiten können. Vielleicht schauen Sie den auch noch an. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß, wenn Sie es jetzt einfach einmal selber ausprobieren, und verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.